So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Norland. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play. Auf Twitch gestreamt, auf YouTube nach gleich hochgeladen und wir lassen direkt laufen. Mein Sohn ist hier abgehauen in der letzten Folge. Ich dachte, der würde eigentlich 10 Tage als freier Lord bleiben, dass ich noch die Chance habe, den irgendwie... ja, irgendwas zu machen da, aber... was passiert hier jetzt? Nein, du hast dich denen angeschlossen. Warum? Du sollst doch... du sollst der Erb... okay, irgendwas... als Gast einladen. Der Lord wird die Einladung... ja... ist jetzt wirklich mein Sohn abgehauen, weil ich nicht aufgepasst habe in der letzten Folge? Weil ich keinen freien Slot hatte? Ja, ich weiß, dass ich die Aufgabe nicht abgeschlossen habe. Das hängt damit zusammen, dass ich es abgerochen habe. Er ist einfach weg. Mein Sohn ist einfach abgehauen und ist jetzt hier. Der hat zu wenig Taschengeld gekriegt. Der hat alle Liebe gekriegt, die geht. Ich lade ihn mal in meine Provinz ein. Und ich guck mal, ob wir den irgendwie zu uns wieder zurückkriegen. Es steht bei Next Königin. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab das gesehen. Ich könnte ihm Ringe schenken und so. Ja, wir haben keinen Lohn gezahlt an die einen oder anderen. Wieder mal. Ich versuche irgendwie das Geld noch aufzutreiben. So, wenn Minora zurück ist, dann schmeißen wir ihr das Ganze hin und wir ballern, also sie sollen dann darüber. Wir holen mal unseren Sohn, also wir laden ihn als Gast ein bei uns. Ich hoffe, dass ich ihn wieder zurückkriege. Und die Kanzlei haben wir, okay. Das Witzige ist ja, hier unten steht noch das Next, das noch studiert. Also scheinbar studieren wir das noch. Die Langlebigkeit. Aber wir sind ja gar nicht mehr da. Macht gar keinen Sinn. Er hat übrigens auch die Fähigkeit, dass Bogenkunst und Bogenschießen und so. Das haben wir ihm extra beigebracht, dass unsere Truppen stärker werden. Und er haut einfach ab. Okay, also was haben wir gelernt? Wir müssen unbedingt gucken, dass bevor jemand volljährig ist, dass wir da einen freien Slot haben. Ansonsten wird das echt schlecht. So. Wir haben ein paar Gefangene. Hallo. Hey. Fertig. Wir haben alle 7 gefangen genommen. Hallo. So, jetzt kann der Händler da mal vorbeischauen. So, ich bin bewusstlos. Ich wollte mich selbst, also, ne? Aber wenn das so weitergeht, gebe ich Koromak die Krone. Mein eigener Sohn haut ab. Ich glaube, ich kriege... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Mann. Ich bin wirklich überfragt, was da jetzt gerade passiert. Trupp ist zurückgekehrt. Wunderbar. Mirona soll jetzt diese Ruine besiedeln und dann finde ich heraus, ob wir jetzt einen Vasallen da unten dann kriegen.
Und wenn sie das besiedelt, ist sie ja theoretisch weg, ja? Ich brauche einen freien Slot für den Erben. Ja, ja, aber guck. Als, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die Tochter von Pelior und von Mirona, die sie unehrlich gezeugt hatten. Die war auch für zehn Tage lang als freier Lord hier auf der Seite noch verfügbar. Das heißt, ich konnte sie rekrutieren für einen Zeitraum. Mein Sohn ist aber 18 geworden, er ist direkt losgezogen. Die 10 Tage hatten wir gar nicht. Das ist das, wovon ich eigentlich ausgegangen bin. Es scheint aber so, dass wenn er direkt ein Erbe ist von mir, dann muss er direkt losziehen. Und Sternenstrom hat ihn wohl rekrutiert oder so. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ziehen hat einen Nervenzusammenbruch. Ich habe das Gefühl, dass wir an die schweren Rüstung nicht mehr rankommen. Das müssen wir über ein Buch kaufen. Wollen wir sie zurückgeben und auf die schwere Rüstung scheißen? Und irgendwann die Technologie dann kaufen? Ja, wir geben das Lösegeld zurück. Ja, bring die mal rüber. Wir geben sie ab, ist egal. Ich glaube, wir kriegen das nicht mehr fertig geschrieben vorher, bevor ich als König sie töte oder irgendjemand anders sie tötet, weil. Was schon. Wir haben die drei Papyrus dadurch wiedergekriegt. Dann kannst du Hopfen und Effizienz schreiben, ist gut. Ich habe das Gefühl, wir brauchen hier noch eine zweite Mühle. So. Die Verwünschung wurde eine Siedlung für ein neues Adelhaus gegründet. Es ging aus dem Haus der Schweiz hervor und ist ab sofort dessen Verbündeter. Aha. Ach so. Folgendes. Wenn wir der Verbund von freien Städten sind und wir gründen eine neue Siedlung, dann werden die nicht unsere Vasallen, sondern sie werden Teil des Verbundes. So, jetzt müsste Mirona eigentlich hier raus, oder? Naja, eigentlich ist es ja so, wie es sich für die Schweiz gehört, dass sie nicht mit Vasallentum arbeiten, sondern den Verbund von freien Städten. So wie die Schweiz sich ja eigentlich auch gegründet hat. Ich hätte meinen Sohn gerne wieder. Ich bin gespannt, wann Mirona rausfällt aus der Gleichung. Jetzt. Jetzt haben wir einen Slot frei. Konflikt zwischen Nachbarn, das interessiert mich einen Scheißdreck. Okay, aus Altersgründen sind wir doof geworden. Okay. Mache sicher das Wohlergehen der Dynastie, füge dem Königreich 3 Vasallen hinzu, das geht ja nicht. Wir machen einiger weiter. Weil ich glaube, dass wir als Einiger versuchen, hier noch mehr zusammenzuschustern. Also die Schweiz nicht eher dadurch gegründet, dass sich 3 weggelaufene Söhne auf irgendeiner Wiese getroffen haben. Es waren nur 2. Der eine heißt Nexos und der andere hieß Wilhelm. So hat es begonnen.
Traurigerweise ist Wilhelm in der Schlacht gestorben. Also es ist 1:1, so wie es natürlich auch in der Schweizer Geschichte ist. Und Nexos hat dann im Alleingang mit vielen tragischen Schicksalsschlägen. Nein, also die Geschichte, ja, also ich sage nichts mehr dazu. Macht, was ihr wollt. Ich will meinen Sohn wieder haben. Ich lade ihn mal zu mir ein. Wir versuchen da irgendwie gute Bande zu schmieden und ihn dann wieder an uns zu binden. Wir können auch diese Ruinen besiedeln. So, wir haben Lösegeld. Also, es ist so. Ein Friedensabkommen würde uns 20 Punkte geben. Um ihn in die Allianz einzuladen, müssen wir 5 drüber sein. Wir könnten also für 200 die in den Dings einladen. Wir schicken einen Boten hier hin und dann holen wir ihn in unsere Allianz rein, ne? Sehr schön. Wir haben die Einladung rausgehauen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gehört derselben Allianz an, ließ eine Geisel frei, hielt eine Geisel. Freunde. Auch bei der Verteidigung der Stadt, ja, ich will es hoffen. So, also. Ich und mein Sohn, der weggelaufen ist, kommt wieder zurück in die Schweiz. Auch hier können ein Friedensabkommen. Wir schicken auch hier einen Boten hin, wenn man das selber nicht. Nicht mehr. Er ist halt bei 8. Die Matriarchin. Anzahl. Städtenhafbein zurückschlagen, von Plündern Banditenlager zerstört. Wenn ich irgendwo noch ein Banditenlager zerstören könnte, dann würde das ja wahrscheinlich dazu führen, dass sie mich so sehr mag, dass wir Rüstung kaufen könnten. Ja, das würde gehen. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie gucken, dass wir unseren Sohn wieder zurückkriegen. Aha, guck an, da kommt der Händler. Wenn wir die Überschüssigen raushauen. Komm, mach schneller wieder. So, die Boten machen ein Friedensabkommen für jeweils 200. Der Lord plant einen Mord. Lass gut sein. Sie ist weg. Sie ist weg. So, die Borkenkäfer sind noch da. Plan der Verschwörung. Aus Mondsee? Mondsee mag mich nicht, ne? Ein Friedensabkommen ließe sich aber. Kind wurde geboren. Schuanka. Cormac hat 2 Kinder. Ja, also wenn Nex nicht zurückkehrt, dann habe ich halt ein Problem. So, der Händler ist da. Hilf mir hier mal bitte. So. Eigentlich brauchen wir nur 18. Das heißt, ich kann eigentlich wirklich viele raushauen. Ja, kannst du mal haben. Noch. So, dann kommen wir auf 18 runter. Also bei den Büchern. Das ist etwas, was wir vielleicht bräuchten. Werkstatt aufwerten. Militärlogistik.
Armee-Marschgeschwindigkeit um 50. Bewegungstempo-Boni werden nicht addiert. Der jeweils höchste wird angewandt. Ah, das ist gut zu wissen. Wenn wir nämlich hier Militärlogik machen. Oh, Schwerrüstung. Und Militärlogik. Wir können nicht beides machen. Nehmen die Militärlogik mal wieder weg. Zahlt er mir ein bisschen Kohle? Das ist gut. Ja. Das Problem ist, dass das Papyrus, glaube ich, trotzdem verschwendet wird, jedes Mal wieder. Kommt rüber. Ja, ich bin leider noch nicht in der Lage, das hier zu kaufen. Wir müssten, also den Ruf mit der Matriarchin müssen wir bei 50 haben, dann könnten wir es kaufen. Das haben wir aber gerade eben nicht bei 50, 49. So, wir verticken mal. Dass sie das auch ausgeglichen haben. Wir haben ziemlich viel Stahl, muss ich schon sagen. Wo ist... Du lernst noch Bekämpfung der Dürre. Schwere Rüstung. Borodar. Wir warten. Aha! Lysel hat Nex geheiratet. Die hat einfach meinen Sohn geheiratet. Ich hatte gar kein Mitspracherecht. Die hat sich meinen 18-jährigen Sohn geschnappt. Die ist 37. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Da sind zu viele Boten gerade unterwegs. Sportliche Herausforderung. Wenn die Person nicht aufwacht, Chance von 40%, wird sie seine Geißel. Wenn das Ziel aufwacht, folgt ein Kampf mit einem Akteur. Was in einem heiligen Gesetz missachtet und Beziehungen eines Königs aller Benachbarten werden dadurch verschlechtert. Ja, entführe deinen Sohn. Also. Drei, vier, fünf, sechs. Meinen eigenen Sohn nicht entführen. Ich kann doch nicht meinen eigenen Sohn entführen, Alter. Wie machen wir das jetzt? Ist sie eigentlich die Königin? Sie ist die Königin. Er hat eigentlich die Königin geheiratet da drüben, ne? Wer ist der Erbe? Die Überlegung ist nämlich, was ist, wenn wir das da hinten einfach so lassen und wir irgendwie gucken... Ich meine, die sind verwandt miteinander. Wer ist hier der Erbe? Wer erbt den ganzen Bums hier?
Grillet ist der Erbe. Wenn jetzt Grillet verunglücken würde, dann würde ja vielleicht mein Sohn Erbe werden hier drüben. Meine nur. Könnte passieren. Ich bin schon sehr enttäuscht, dass er durchbrennt mit einer 37-Jährigen aus einem anderen Königreich. Also das ist schon... Da frage ich mich als Vater natürlich auch, was habe ich falsch gemacht? Das sind schon die Fragen, die man sich dann natürlich stellt. Die Frage, die ich mir jetzt aber als Vater als zweites stelle, ist natürlich, wie kann ich das zu meinem Vorteil nutzen? Mein einziger Sohn haut da einfach ab. Das ist jetzt schwierig. Krieg ich den irgendwie wieder zurück? Also wir könnten versuchen, ihn selber zu entführen. Das können wir aber erst in 5 Tagen machen, weil erst dann das Friedensabkommen mit uns gewährleistet wird. Wir verbringen also mal Zeit mit unserem Sohn. Darf ich mal ganz kurz gucken? Eigentlich müsste er ja mega gute Beziehungen zu uns haben, oder? Gorodar. Petra. Goromak. Duanka. Also, meine Elternteil. Partner. Ist Goromak nicht theoretisch gleiche Kultur? Ihr seid aber eigentlich Cousin und Cousine. Warum haben wir hier keinen Bonus? Kann man sich nur fragen, wieso er gegangen ist. Das ist eine sehr gute Frage. Ich mochte uns nicht. Nein, die Frage lässt sich ja einfach beantworten. Wir hatten keinen Titel mehr für ihn zum Vergeben, was dazu geführt hat, dass er abgehauen ist. Das ist die spielmechanische Begründung, warum er gegangen ist. Konnte keinen Titel erben, also hat er sich auf den Weg gemacht, irgendwo, wo er einen Titel erben kann. Oder wo er einen Titel kriegt. Und Sternenstrom hat ihm das Angebot gemacht, dass er da was kriegt. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass in der Auflistung ist, also Nexos ist mein Elternteil, das heißt, wir haben plus 10. Aber Borodar oder auch Cormac sind nicht als Cousin und Cousine aufgelistet. Oder Cousin und Cousine, wenn, also sind jetzt beides zwei Cousins. Das finde ich ein bisschen schade. Wir müssen das geschichtlich erklären. Ja, ich will ihn eigentlich wieder haben. Ich will ihn eigentlich wieder haben. Aber das geht halt nicht. Ärgerlich. Ja, du bist jemand anderem beigetreten hier. Baumholz bist du beigetreten, alles klar. Wir haben doch gerade... Das ist noch nicht genug. Warum ist das noch nicht genug? Du hast die Kultur. Dann. Thank you.
will mir überlegen, ob wir noch eine Mühle machen. Hoffentlich ist dann nicht Game Over. Nein, ich kann selber bestimmen, wer mein Erbe ist. Ich kann auch meinen... Also das Kind meines Bruders ist mein... Mein Neffe. Ich kann auch die Krone an meinen Neffen geben. Das würde auch gehen. Derzeit ist meine Frau Erbin. Ja, mein Sohn hat keinen Bonus. Mein Sohn hat gar keine Fähigkeiten. Ja? Also mein Sohn ist eigentlich nicht in irgendetwas wahnsinnig gut. Kromak ist tatsächlich in Redekunst sehr gut. Als König. Als Ding. Abkommen ist ausgelaufen. Mit denen aber du bist schon im Verbund mit mir. Das ist schon okay. Ja, doch, ach so, den Bogenschützenbonus habe ich ihm gegeben. Ja, aber das kann ja jeder lernen. Das ist ja lernbar von jedem anderen auch. Das ist ja nicht so das Problem. Zudem können wir ihn fragen, ob er dieses Wissen mit uns teilt. Ich sehe tatsächlich gerade keine Lösung. Ich sehe tatsächlich gerade keine Lösung, dass wir irgendwie ihn aus dem hier rauskriegen, ohne groß die Allianz zu gefährden. Das ist jetzt einfach blöde gelaufen. Aber ich lasse ihn da halt jetzt drin. Kann ich seinen Namen eigentlich noch ändern? Ja, warte, ich nenne ihn Brutus. Er heißt jetzt Brutus. Ist der erstbeste Name, der mir eingefallen ist. Das hat jetzt keine wirklich tiefere Bedeutung. Das ist einfach so. Ist ein 0815 Name. Eigentlich jede dritte Person heißt Brutus. Von daher ist das schon okay. Das ist schon okay. Wir können ihn auch. Warte schnell. Wir nennen ihn Verräterix. Verräterix ist auch okay. Naja, da fehlt ein R noch, ne? Verräter. Wie hieß er eigentlich vorher? Naja, wir lassen ihn Nex. Er soll Nex weiterhin heißen. Okay. Echt für mich. Kormak. Will ich Kormak dann die Krone übergeben? Er hat sich bis jetzt eigentlich sehr bewiesen, oder? Seine Frau taugt auch. Ist halt fast ein bisschen schade um die Dynastie, die ich aufbauen wollte. Interessanterweise übrigens weder ich, der noch eine Lernfähigkeit hat, noch meine Frau, die bei Verwaltung gut ist, hat die Fähigkeit also unserem Sohn gegeben. Ne? Keine von beiden. Acht und 24, 30 und 7. Hm.
Ja, wir können hoffen, dass der Erbe hier stirbt. Irgendwie. Wir können vielleicht sogar versuchen, dass wir das ein bisschen in die Wege leiten. Dann übernimmt er Sternenstrom. Dann hat er trotzdem noch eine schöne Zukunft. So, mein nächster Plan ist eigentlich... Ja, da ist wieder ein Banditencamp. Wir gehen mal das Banditencamp auseinandernehmen. Koromak soll das machen. Ich handle ihn ja als Erben. Was bringt es eigentlich, wenn sie als Erbe gehandelt wird? Sehe ich das irgendwo? Der Erbe. Die Ringe sind bewaffnet und ready. Und go. Holt ihr euch? Ich will eigentlich meine Dings noch ausdehnen auf die freien Städte noch bis hier. Ich würde auch am liebsten hier nochmal eine Dings gründen. Wir könnten das mit Borodar machen, ne? Chuanka und Borodar sind beides die Geschwister von Cormac. Zudem ist Myrona die Mutter von Cormac. Das heißt, wenn er erben würde, dann würden wir die freien Städte hier so in der Familie lassen, indem das die zwei Geschwister das hier hinten kontrollieren. Und die Mutter kontrolliert das hier. Also wir würden es ein bisschen in der Familie lassen. Weil meine Familie hatte ja nicht so viel Glück. Da ist die Frage, will ich es meinem Bruder übergeben? Wolfsjagd, ja. Sie gerne mit aufnehmen in den ganzen Bums. Hier oben hätten wir auch noch jemanden. Das heißt, wenn wir hier nochmal gründen, können wir gucken, dass wir die noch irgendwie rankriegen. Es ist wahnsinnig viel zerstört, ne? Aber ich glaube, wir könnten viel wieder aufbauen. Wir bräuchten halt nur die Leute dafür. Sie ist 34. Das heißt, theoretisch könnte sie doch noch recht viele Kinder kriegen, wenn wir da nochmal ein bisschen nachhelfen. Können wir eine Großfamilie machen und dann könnten wir überall die Leute niederlassen. Ist das der neue Plan? Ist der neue Plan, dass wir das übergeben? Find's gar nicht so schlecht. Tu Felix Austria Nube. Das musst du mir übersetzen. Also tu Felix Austria Nube. Austria ist wahrscheinlich Österreich. Oh, ach so, oh du mein glückliches Österreich heirate. Ach so, das Sprichwort des Habsburgischen, der Habsburgischen Dynastie. Ja, 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 ja. Ich weiß aber nicht, ob ich so eine Knolle als Nase will. Und das Kinn. So, der Händler ist wieder unterwegs. Aber ja, das wäre eigentlich ganz gut.
Ich sehe keine große andere Dinge. Es könnte sein, dass meine Frau noch stirbt und dann können wir noch ein Kind in die Welt setzen. Aber ich habe das Gefühl, das ist besser aufgehoben. Ganz ehrlich, mein Sohn hatte die Chance, ein großes Reich zu übernehmen. Aber Koromak hat sich meines Erachtens nach viel besser bewiesen, oder? Was meint ihr, Chat? Hat sich Koromak das verdient, dass er das übernimmt? Eine 1 in den Chat? Oder sagt ihr, nein, du musst es anders lösen, dass deine Dynastie, also dass deine Blutlinie weiterlebt? Eine 2 in den Chat. Ihr dürft nicht vergessen, sein Vater hat sich geopfert für einen Verbund, für eine Allianz. Das Windspitze überlebt. Wohlgemerkt. Eine 1, okay. Das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Sobald er zurückkommt, darf er. Ein 63. So, wir produzieren nach wie vor eigentlich noch relativ viel Holz, obwohl wir eigentlich die Seuche noch haben, oder? Ja, die Borkenkäfer. Also, Sektetra? Ja, also bis jetzt, Sektetra hat immer gehandelt, ne? Hat das super gemacht. Sie wird, ist auch für mich nach, die Nachfolgerin von... Ja, nein, das hat sie sich verdient. Aber das haben sie sich beide verdient, ganz ehrlich. Wir haben es versucht, wir hatten wirklich Pech. Mit meiner Tochter hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt, die war nicht unbegabt. Aber die ist leider dahingerafft vom Typhus, vom Steckenrüben-Typhus. So. Okay, wir machen das schnell anders. Er ist ja jetzt dann gleich da. Wenn er ankommt, wissen wir, ob wir hier noch hochkommen. Was ist genau passiert hier mit Mondsee? Mondsee war mal mega stark. Wir warten ein paar Tage. Ich will gucken, ob wir Mondsee aus diesem Bund rauskriegen und bei uns in den Bund reinkriegen. Ich hoffe, der Händler bleibt lange genug. Ah, das ist die Partnerin von Nex. Die ist auch hier. Magst du... Nein. Magst du jemanden so sehr? Also mich, ja. Die. Und auch... Du willst noch nicht mal das Wissen mit deiner Mutter teilen. Nex hat eine niedrige Meinung von Daniela. Warum? Ah, zu... Ach, nein, nicht niedrig. Es ist zu niedrig. Es ist um einen Punkt zu niedrig. Ja. Verbringe ein bisschen Zeit mit deiner Mutter, bitte. Und verbring du ein bisschen bitte Zeit mit... Sektetra. Los. Wir wollen, also das ist die Königsfamilie von Sternenstrom. Wir wollen gute Beziehungen hierüber wahren. Daniela hat beim Gespräch mit Nex Wissen erlangt. Hopfen und Bier. Bitte? Ermöglicht die Errichtung eines Gebäudes. Hopfenfeld. Das ist ja nett. So, wenn wir dieses Banditencamp jetzt auseinandernehmen, könnte es sein, dass sie von der Kirche die Rüstung kaufen können, die wir so sehr benötigen. Weil sie genug happy sind mit uns. Und wir machen es ein bisschen abhängig davon, wie viele Gefangene wir hier machen. Los geht's. Wenn die genug Gefangene machen, dann können wir nämlich ein paar Gefangene verkaufen noch. Okay. Wie viele? 2. Sehr gut. Das heißt, wir gehen... Stopp. Er geht noch nicht, oder? Gut. Tetra, alles abbrechen, egal was du gerade machst. Super. Also, das heißt, wir haben 2 raus.
Die gehen rüber. Wir sind bei 51. Ey, hallo. Doch, wir können es kaufen. Sehr geil. Wir kaufen alle Rüstungen, die sie haben. Alle Schwerter, die sie haben. Und alle Äxte, die sie haben. Und sind dadurch dann arm. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das irgendwie ausgeglichen kriegen. Da machen wir neue von. Holz ist teuer, interessanterweise. So. Jetzt haben wir die ganzen wertvollen Sachen von ihnen gekauft. Brauche ich noch irgendetwas? Nein, ne? Ja, das machen wir. So. Jetzt sind wir stärker als alle anderen in der ganzen Umgebung. Niemand kann uns das Wasser reichen. Niemand mehr. Ich würde sogar sagen, dass wenn Brodar alt genug ist, dann installieren wir ihn hier in dieser verlassenen Stadt. Sehnsucht nach Intimität und verführe deinen Mann. Warum steht da, dass ich das... Nein, 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 nicht mich. Hallo. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich verstehe. Ach so, weil er nicht zu Hause ist. Ja, ich dachte schon. Na, dann penne ich halt mit dem nächstbesten König. Ja, vielleicht nicht. Vielleicht lieber nicht. Sind wir eigentlich schon in der Lage, Ale zu machen? Ich dachte, wir sind dran, ne? Wir müssen gucken, dass wir ganz, ganz dringend... nicht genügend Arbeiter. Minus 1. Das heißt, wir haben eigentlich zu viel Arbeiter, sehe ich das richtig? Das heißt, wir müssen jemanden in die Armee aufnehmen. Ja, mach mal. So nur arbeitslos. Wir haben 3 Arbeitslose. Ja, oder eine Mühle. Ich überlege gerade wirklich eine Mühle zu machen. Eine weitere. Weil wir haben so eine Überproduktion. Also ich sagen würde, das lohnt sich schon, hier noch eine Mühle reinzuklatschen. Damit wir das ganze Getreide auch verarbeiten können. Und ich weiß, wir arbeiten eigentlich hier mit Leuten im Kerker und so. Und moralisch schwierig. Aber es sind alles Banditen. Die arbeiten ihre Strafe ab. Ich schwöre. Ihrem Wort. Nein, es sind wirklich alles Banditen. So, also es ist morgen früh. Ich möchte das Next nochmal. Ich will ja, dass dieses Bogentalent uns weitergibt. Das ist mir sehr wichtig. Haben wir eigentlich noch Frieden mit jemandem? Nein. Ich möchte, dass Mond
Sind wieder stark? Nein. Die sind extrem schwach. Die haben irgendwo ihre gesamte Armee verloren. Wettstreit um Einfluss. Ich will, dass du die Neutralität erklärst. Ah, ich brauche Papier für die Boten. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich kann Boten losschicken, wenn ich Papier habe. Okay, wir geben die Krone noch ab. Also nicht, dass er König wird, sondern dass er König wird, wenn Nexus stirbt. Das bedeutet, zum Erben ernennen. Ich ernenne Cormac zum Erben. Das wird wahrscheinlich meiner Frau nicht so gefallen. Aber vielleicht ist die gleiche Ansicht. So. Silberhafen würde ich noch gerne mit in den Bund nehmen. So, wir reden miteinander. Wo bin ich denn? Hier. So, ich verkünde es jetzt. Wir verkünden es jetzt. Enterbt. Meine Frau ist nicht so happy darüber. Er ist sehr happy darüber. Wundervoll. So. Nex soll jetzt noch die weiße Unterhaltung mit seiner Mom führen. Ich möchte das jetzt noch Wolfsjagd. Schick mir einfach Geld. Ich möchte eigentlich auch, dass wir wieder Papyrus herstellen, dass ich Boten schicken kann, damit ich nicht die ganze Zeit meine Leute schicken muss. Okay. Ich möchte, dass... Cormac hier 200 Gold hinschickt, damit sich die Beziehung verbessert. Hier möchte ich ein Ultimatum zur Neutralität. Das macht der König selber. Die Idee ist, die Neutralität bedeutet, dass er seinen Vasallen aufgeben muss. Wenn er seinen Vasallen aufgibt, führt das dazu, dass er frei ist. Cormac ist selber gut genug in der Redekunst, dass wir unter Umständen sie beschwichtigen können. Ihn können wir mit einer Neutralität bestechen, mit einem Friedensabkommen bestechen, damit er uns beitritt. Und dann haben wir hier ein Großreich. Wir sind leider hier in einem anderen Verbund, da müssen wir die auch irgendwie rauskriegen. Ich kann leckeres Ale produzieren. Ja, du hast recht. So, kommen wir irgendwo an der Welt noch an Geld? Also die hier, die bräuchten theoretisch Fleisch. Wir produzieren jetzt nicht übermäßig viel Fleisch. Die wollen Ale, die wollen Werkzeuge. Die wollen Hopfen. Kann man das Schloss besiedeln hier im Wasser? Nein, hier ist die Kirche drin. Da müssten wir zuerst die Kirche rauskriegen. Ich weiß nicht, ob das geht.
Könnte sein, dass wenn ich mich zum Imperator, also zum Kaiser krönen lassen möchte, dass dann die Kirche die letzte Schlacht mit mir schlagen will. Das kann durchaus sein. Der Feind plant eine Verschwörung. Ja, Frau Mondsee hier, ne? Aber die haben, irgendwo ist ihre gesamte Armee draufgegangen. Ich weiß nicht, in welcher Schlacht. Wir zwingen sie jetzt dazu, ihren Vasallen aufzugeben. Und dann sorgen wir dafür, dass sie in unseren Verbund kommt. Weil die Kultur ist die Farm, ne? Und dadurch, dass die... Wir müssen mal kurz gucken hier. Unterstützt mich in meinen Konflikten. Gleiche Kultur gibt uns schon 5 Bonus. Hier auch, hier auch. Hier hinten haben wir halt nicht die gleiche Kultur. Hier haben wir auch nicht die gleiche Kultur. Hier haben wir die gleiche Kultur, weil wir das neu aufgebaut haben, ne? Hier war ursprünglich auch eine andere Kultur drin. Das heißt, wir müssen da auch immer ein bisschen gucken, dass die gleiche Kulturen, also die gleichen Königsfamilie mit der gleichen Kultur drin ist, dass wir diesen 5er-Bonus einfach immer for free haben. Und dann die gleiche Allianz. Nicht genügend Papier und ein Buch zu schreiben. Oh mein Gott. Du hättest das fertigstellen können, aber du hast nicht genug Papier gehabt. Aber das ist natürlich bitter. Nein, sie war fertig. Oh mein Gott. Sie war fertig mit dem Buch, konnte das Buch aber nicht schreiben, weil wir nicht genug Papyrus hatten. Aber das kostet doch schon 3 Papyrus in dem Moment, wo wir es in Auftrag geben. Das geht doch dann nicht im Nachhinein weg. Oh lol, das ist natürlich bitter. Okay, das ist bitter. Ja. Das heißt, wir müssen immer... Boah, das Lehrgeld, was ich hier zahle, ist so teuer. Wir schauen immer, dass wir 20 Papier haben. Wow. So, Mondsee. Jemand hat ein Ultimatum erhalten und wird demnächst darauf reagieren. So, jetzt werden wir dann sehen, wie sie darauf reagiert. Wenn sie annimmt, dann müssen wir nichts machen. Wenn sie ablehnt, müssen wir mobilisieren und müssen die Stadt angreifen. Da aber ihre Armee geschwächt ist, dürfte das kein Problem sein. Wir haben also die richtige Zeit abgewartet. So. Cormac. Prinz Cormac mittlerweile. Ist auf dem Weg zu Silberhafen. Ich will Silberhafen auch in unserem Verbund. Das heißt, hier sind wir bei neutral nun. Jawohl. Geschenk des Königs. Also Geschenk für den König. Geht das überhaupt, wenn jemand da ist? Ah, okay, super. Also Silberhafen bedankt sich ganz herzlich. Wir sind noch nicht fertig. Ah, Silberhafen weigert sich, in einer Allianz beizutreten, deren Mitglied sein Feind Sternenstrom ist. Haben wir wieder was gelernt. Und zwar für 200 Gold. Wenn Silberhafen verfeindet ist mit Sternenstrom. Das sehen wir übrigens, wenn wir hier draufklicken, sehen wir, die hassen sich gegenseitig. Ja, also hier, verhasst, Feigling, andere Herrscher, Mitläufer, bla bla bla. Hier, verhasste Kultur, plündert mein Dorf. Die zwei mögen sich nicht. Das ist ein Problem für mich. Jetzt wissen wir aber, dass das so funktioniert. Es ist so teures Lehrgeld, was wir zahlen. Es ist so teures Lehrgeld, was wir jedes Mal zahlen. Das heißt, ich muss im Vorfeld immer gucken, wer ist mit wem im Krieg, wer hasst wen, wer macht was und so weiter und so fort. Die Diplomatie ist doch viel tiefgreifender, als ich dachte. Ich find's cool. Ist herrlich. So, einen Moment schnell. Schwere Rüstung. Lernen. Sektetra, lerne bitte die schwere Rüstung, dass sie die herstellen können. Warmschnaps. Hey, wir haben nicht mehr so viele negative Konsequenzen durch den Schnaps. Ich dachte, das hätten wir schon gelernt. Okay. So, Gemeinschaft. Weise Unterhaltung. Wir bringen mal Zeit mit Sektetra, bitte.
Freunde dich mit ihr an und teile dein Wissen. Wir werden übrigens Nex immer mal wieder einladen zu uns. Also wir werden unseren Sohn einfach häufiger als Gast bei uns haben. Das ist zumindest jetzt mein Plan. Viel mehr können wir nicht machen. Er ist im Streit mit Funkenheim. Wir sind Freunde. Funkenheim hat gute Beziehungen mit mir. Wie ist die Kampfkraft hier eigentlich? 15 und 7. 14 und 10. Er ist ziemlich stark. So, wir warten mal ab, was sie sagt. Vielleicht ist sie ja sogar happy, dass wir ihn aus der Knechtschaft entlassen. Also Konflikt zwischen den Nachbarn. Wir müssen ja eigentlich Sternental. Wir müssen ja eigentlich Beziehungen für Sternental. Also, ne? Gewaltbanditen, die ist geiselfrei. Wir könnten ihnen aber trotzdem recht geben. Waldbanditen durchstreifen deine Lande. Schon wieder. Ja, wenn Cormac zurück zu Hause ist, dann... Wie kann ich ihm eigentlich schwere Rüstung geben? Chat, weiß das jemand, wie ich ihm schwere Rüstung geben kann? Wie klappt das? Wie kann ich ihm... Wie kann ich ihm das zuweisen? Keine aktiven Handelsverträge. Sie würden Fleisch im Wert von 15 von mir kaufen, 14 täglich. Wenn ich jetzt Sektetra hinschicke, die im Handel wahnsinnig gut ist, können wir sogar 20 rausholen. Und das machen wir. Sektetra geht los, handelt einen guten Deal für uns aus. Wir bräuchten Ale. Ale haben wir keine Produktion. So. Nicht genügend Arbeiter. 4. Das ist okay. Unsere Armee besteht aus 31 Mann. Unsere Arbeitskräfte entwischen uns regelmäßig. Okay, das wird gerade nicht verwaltet. Sektetra, Kanzlei. Das geht raus, das macht jetzt auch Sektetra. Das macht jetzt die Kanzlei. Oh, warte kurz. Ich sollte die Mühle eigentlich eher hierhin machen, weil ich dann die Schweinefarm noch daneben setzen kann. Hier ist der Stein im Weg. Wir verteilen das schnell. Falls ich nämlich nochmal eine Schweinefarm machen will. Bauen wir jetzt. Auch wenn wir gerade das eigentlich die Kapazitäten nicht haben. Ist schon in Ordnung. So, jetzt ist der Kerker hier, der ist nicht mehr so am Rand. Ich überlege, den Kerker allgemein über Bord zu werfen. Der hat uns in der Stunde der Not geholfen, den brauchen wir mittlerweile nicht mehr. Ah, warte, sind die im Krieg?
Oh nein, die sind im Krieg untereinander. Sternenstrom macht mir das wirklich nicht einfach. Geliton und du haben ein Handelsabkommen geschlossen. Sehr gut. Er kauft von mir Fleisch für 20 pro Stück. Das ist unfassbar teuer. Das heißt, 280. 280 Gold für 14. Naja, das haben wir extra ignoriert. Neutralität zwingen, gescheitert. Okay. Imenetra ist über das Ultimatum höchst verärgert und lädt dich dazu ein, das Problem gewaltsam zu erwirken. Selbstverständlich rechnet er damit, das ist eine Sie, mit Hilfe von außen. Du musst seine Stadt innerhalb von 3 Tagen angreifen. Ah, er hat die schwere Rüstung genommen. Okay, sie machen das, sie graden sich selber ab. Sie nehmen automatisch immer die besseren Sachen mit. Wunderbar. So. Wo ist Cormac gerade? Aha, du pennst gerade. Wir werden die Armee gleich ausheben. Sobald Cormac ausgeruht ist, zieht er los. Er wird wahrscheinlich Verstärkung einziehen. Uff. Hat Verstärkung schon gezogen. Lobete Nachbarn. Der ausgewählte Lord spricht euren gemeinsamen Nachbarn im Namen des Königs sein Lob aus. Infolgedessen verbessert sich die Beziehung zwischen Liselle und dem Nachbarn um den Ausmaß, das... Eine Verbesserung der Beziehung kann für eine Schlichtung von Konflikten zwischen Verbündeten und der Erweiterung deiner Allianz nützlich sein. Aha, das ist nützlich. Wir können hier jemanden loben. Wir könnten also gucken, dass wir irgendwie Mondsee loben oder auch Silberhafen loben. Genau, wen loben wir? Wer ist in Silberhafen denn zu Hause? Irsa. Wir könnten also diesen Krieg hier, diesen Hass, den sie haben, versuchen zu schlichten, indem dass wir sie loben, um Silberhafen in den Bund einzuladen. Ich weiß, dass die Fehde schon seit Ewigkeiten da ist, aber irgendwie müssen wir das ja, wenn wir das ganze Reich vereinen wollen, nicht wahr? Wer, also, und das macht jemand, der redegeschickt ist, oder? Redekunst. Cormac ist natürlich ein begnadeter Redner. Ich weiß schon, warum wir ihn ausgewählt haben als Nachfolger. Weil mein Chat es gesagt hat. Sorry. Also Ketra übernimmt das. Ich hoffe, ich überlaste sie damit nicht. Die Kanzlei soll den Schweinerdings machen. Und wir graden hier mal schnell ab. Oh, Roggen ist vollständig aufgebraucht. Geht das jetzt so schnell weg? Ist nicht wahnsinnig schlimm. Ist er ausgeruht? Muss reichen. Also, wir müssen jetzt natürlich... Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das auch hinkriegen. Cormac. Also warte mal schnell. Theoretisch würde sich Nexos am besten eignen.
um die Armee anzuführen. Cormac geht als Kämpfer mit. Vater und Sohn, Vater und Neffe. Wir gehen mit allem. Wenn Arbeitskräfte fliehen, fliehen sie halt. Gefühlt ist Cormac der Mann für alles. Er ist General und Diplomat, was kommt da? Er kümmert sich wirklich um vieles. Es ist schon, er ist schon verdient, dass er das, dass er erbt, König wird. So, in einer Rüstung zu wenig. Sehnsucht. Nach Snoo-Snoo. Achso. Lebensgefährliche Erschöpfung. Wenn dein Mann zurückkommt. Oder machen wir jetzt vorher schnell? Können wir vorher schnell? Ein bisschen Bumsi-Bumsi, bevor man in die Schlacht zieht, würde ich sagen. Verführen. Interesse von Cormac an Seketra ist Mittel. Ist andersrum gut? Ah ja, der Trieb ist hoch. Sie hat so Bock drauf, dass sie über den einen oder anderen Makel hinwegschaut. Mach mal fix. Nicht, dass sie fremd geht. Ansonsten erleidest du das gleiche Schicksal wie dein Vater. Das wollen wir nicht. Die große Schlacht. So, komm. Bisschen Snoo-Snoo, bevor du in die Schlacht ziehst. Dann ist er happy. Kann er besser kämpfen. Dann weiß er, für was er kämpft. Komm, hopp, zack. Dann muss schneller gehen. Sie ist überarbeitet. Ja, dann soll sie halt beim Snoo-Snoo einschlafen. Und ja, sie ist überarbeitet. Das heißt, wir müssen das irgendwie aufteilen hier, ne? Ihr habt's? Bist du happy? Ist gut? Ist getilgt? Wunderbar. Dann können wir jetzt die Armee ausheben. Die ganze Armee hat nur gewartet, bis ihr fertig gebumst habt. Ich hoffe, es war es wert. So, alle werden ausgehoben. Wir haben noch eine schwere Rüstung in der Zeit gemacht. Das ist perfekt. So, 10, 18 Nahkämpfer, 19 Nahkämpfer. Sammeln uns. Sie will ihren Vasallen nicht aufgeben, hä? Mein Schatzkampf ist beinahe leer, das weiß ich. Ja, wir hantieren halt mit bis zu 1000, um Löhne zu zahlen, um dann fast wieder alles zurückzukriegen. Ja, sie studiert noch schwere Rüstung. Ich würde sagen, schwere Rüstung studierst du mal nicht. Bis ich eine Lösung gefunden habe, wie wir das in den Griff kriegen hier. Eine Möglichkeit, die wir hätten, ist, dass wir eine zweite Kanzlei machen und die eine Kanzlei der anderen Kanzlei die Aufträge gibt. Dann hat die zwar 20% weniger Produktion, aber wir könnten alles über eine Kanzlei laufen lassen. Also über eine Person. Oder wir machen eine zweite Kanzlei, weil Sektetra tatsächlich auch in der Lage ist. Kann ich über eine Kanzlei bauen noch? Sie könnte auch alles über die Kanzlei regeln, ne? Würde gehen. Können wir. Wir könnten hier noch eine zweite Kanzlei reinklatschen. Dann hätten wir das gedeckt.
Ja, machen wir. Weil die arme Frau ist sonst überarbeitet. So, ist die Armee ausgehoben? Haben wir es? Ein letztes Mal angeführt von mir noch. Den großen Traum zu verwirklichen. Die haben sich jetzt alle, haben wir alle. Ja, ich denke, wir haben alle. So. Wir machen unsere Drohung wahr. Selbstverständlich machen wir unsere Drohung wahr. Können Sie sich auch vorstellen, 30 schwerbewaffnete Krieger stehen vor der Hütte und warten, dass der Chef fertig ist. Ja, normal. Ist halt normal. Beim Retour gehen die Waldbanditen mitnehmen. Unter Umständen, ja. Ist ein bisschen abhängig davon, ob wir das hinkriegen oder nicht. Weg Tetra, handeln wir mit ihm bitte. Es könnte viele Verwundete geben, wenn wir zurückkommen. Verkaufen mal. Das muss reichen. Werkzeuge sind sehr teuer geworden, aber ich bin nicht bereit, Werkzeuge zu verkaufen. Wir müssen Steuern auf die Krieger zahlen, ne? Wir zahlen Vermögen für die verdammten Steuern, für die verdammten Krieger. Wir ballern den mal schnell raus, weil er teuer ist. Wir machen das so. Bei dem Preis können wir fast nicht Nein sagen. Wir ziehen los. Große Schlacht. Obwohl, so groß ist sie gar nicht mehr, weil irgendwie haben die keine Unterstützung mehr drin. Oh mein Gott, was passiert? Wo? Der Ketra kämpft gegen... Wo sind die Wachen? Ah ja, alle Wachen sind weg. Die sind ja los. Ja, das schaffst du. Du hast ein Schwert und ein Schild. Das ist gar kein Thema. Selbst wenn du nicht gut bist, die Ausrüstung regelt das für dich. Mit dem Schwert blockt sie häufiger und mit dem Schild blockt sie noch häufiger. Danke. Ist ein Handlanger. Wurde er beauftragt, sie zu töten? Könnte sein, ne? Ja, ihr wisst, was passiert. Ich muss das in der nächsten Folge machen, Chat. Es tut mir leid. Die große Schlacht um Mondsee. Irgendwo muss ich den Cliffhanger machen, okay? Damit man auch in der nächsten Folge einschaltet. Das heißt, ihr wisst Bescheid. Like lassen, Kommentar lassen. Und in der nächsten Folge werden wir die Schlacht um Mondsee führen. Das wird wahrscheinlich relativ einfach gehen, aber ich bin gespannt, was Sache ist. Und, ihr schaltet ein. Ihr schaltet einfach ein. Das ist doch eine gute Idee. Also. Like, Kommi. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.